Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Beim letzten Mal, ja, haben wir den guten Mr. Riversbrook gefunden, der uns erzählt hat, dass sein Sohn entführt wurde. Und ja, wir haben seinen Sohn gerettet und haben erfahren, dass die Ziele von Jack auf solche Gefängnisschiffe gebracht werden oder zu diesen Gefängnisschiffen gebracht werden. Und ja, das ist im Prinzip unser nächstes Ziel, diese Gefängnisschiffe, aber bevor wir dahin gehen, würde ich sagen, erledigen wir noch so ein paar Aufgaben, weil wir haben noch ein bisschen was zu tun, wobei man sagen muss, den Osten haben wir schon ganz gut geregelt. Wir haben hier im Westen halt noch ein paar Aufgaben, aber ich denke, das ist eigentlich, davon können wir in dieser Folge, ich denke, wir werden es dann wieder so wie beim letzten Mal machen, das heißt, in dieser Folge werden wir uns hauptsächlich um die Aufgaben kümmern. Wir können es ja so machen, dass wir uns um die Aufgaben so kümmern, dass wir uns so langsam, aber sicher in Richtung Süden bewegen. Das wäre ja an sich eigentlich die beste Idee, ne? Deswegen würde ich fast sagen, fangen wir an. Ich überlege, ob ich das jetzt machen soll, so eine Jacks Offizierjagd oder nochmal so eine Briefe, weil wir haben hier unten nochmal Jacks Offiziere und dann, ich glaube, ich mache die Briefe einfach deswegen, weil wir dann, wenn wir uns so nach unten arbeiten, also nach Süden, einfach deswegen, weil wir dann ein bisschen mehr Abwechslung haben und nicht zweimal Jacks Offiziere machen. Was es mit Jacks Offizieren genau auf sich hat, werden wir noch sehen. Dann, wenn es wie gesagt soweit ist. Ich denke, wir werden uns in der Folge halt wirklich bis nach Süden durcharbeiten. Das heißt, wir werden wieder keine großen Story machen, aber wir werden, wie gesagt, die Sache machen und dann bleiben nämlich nicht mehr viele Aufträge, wenn wir das geschafft haben. Weil ich glaube, ohne jetzt zu groß zu spoilern, Mr. Riversbrook ist tatsächlich der letzte. Ich glaube, da kommt gerade. Nee, da fuhr ein Zug, okay. Ich glaube, Mr. Riversbrook ist nämlich tatsächlich jetzt der letzte. Der letzte Sympathisant, von dem man Aufträge kriegt. Das heißt, es werden jetzt auch, glaube ich, nicht mehr. Ich kann mich natürlich aber auch irren. Wir werden es sehen. So. Erstmal zum guten Mr. Riversbrook. Miss Fry, ich habe durch meine Zeitungen den Schrecken des Rippers verbreitet. Ich möchte wieder gut machen, dass ich geholfen habe, dieses Monster zu einer Legende zu machen. Alles klar. Selbst wenn dieser Brief nicht vom Ripper stammt, könnte sich sein Verfasser als äußerst gefährlich erweisen. Bestenfalls ist es ein Scherz. Schlimmstenfalls das Gefasel eines Verrückten, der seine abscheulichen Fantasien ausleben will. Okay, gut. Dann würde ich sagen, einmal nach oben. Und schauen wir mal. Ich wollte doch sagen, der wird doch wahrscheinlich da irgendwo in diesem Sperrgebiet sein. Frage ist erstmal, sind Wachen, sind wieder keine auf den Dächern? Ich bin positiv überrascht. Muss ich doch ganz klar sagen. Da hinten ist er. Alter. Ja, wenn ich das Ziel nicht aus den Augen verlieren darf, dann gib mir das Ziel. Oh, da doch, da ist eine Wache auf dem Dach. Ich habe gerade eine gesehen, da vorne. Oh, und da links auch. Bisschen aufpassen. Zack, kurz wieder ihn sehen. Ist da links noch eine? Ja, ich hoffe mal, die sieht mich jetzt nicht. Komm schon. Da ist er, okay. Sie. So, okay, jetzt kommen wir wieder hinterher. Das East End muss sich verändern. Ach, das war's schon. Sehr schön. Das heißt, jetzt müssen wir ihm wieder bloß noch Angst einjagen. Da ist ein Dicker. Würde ich einfach sagen, mach ich den brutalen Takedown auf den Dicken. Dann kriegen die anderen nämlich auch alle Angst. Und hallo, meine Freunde. Guckt mal hier, was ich mit dem mache. Dam, dam, dam. Und habt Angst, Freunde. So, oh, jetzt müssen wir ihn noch erreichen. Er läuft weg. So, hallo, mein Freund. Ich geb's zu. Der Brief kam von mir, aber ich war politisch motiviert. Die Bürger verlangen nach Reformen in dieser Stadt. Die Bewohner von Whitechapel brauchen Hilfe, bessere Lebensbedingungen. Okay. Diesmal hat er auch tatsächlich was gesagt, nicht so wie beim letzten Mal. Dann hat das doch alles ganz gut geklappt. Sehr schön. Loyalitätslevel bei Riversbrook wieder ein bisschen erhöht. Beim nächsten Mal gibt es gute Öffentlichkeitsarbeit, was auch immer das macht. Ich überlege gerade, wir haben jetzt hier tausende Kisten. Aber wie gesagt, ich brauche eigentlich keine Kisten. Wir haben so viel Geld gerade, 33.000. Ich habe so viel Geld, ich kann sogar aus Spaß das Ding hier kaufen. Zack. Weil ich einfach das Geld habe und zu nichts anderem gebrauchen kann. Das Ding ist, für die Upgrades zum Beispiel kann man ja nicht mal, braucht man ja nicht mal Geld. Man braucht nur Leder. Obwohl, deswegen könnte ich vielleicht mal die Kisten ausräumen, tatsächlich für Leder oder so ein Spaß, ne?
Na gut, ich werde jetzt aber wie gesagt nicht groß nach Kistenjagd gehen, weil das Geld brauchen wir an sich nicht. Höchstens das Leder, das da drin ist. Das ist auch die einzige Sache, die ich noch brauche. Man braucht die Sachen ansonsten noch, um sich selbst zum Beispiel Bomben oder sowas herzustellen. Da man das aber ja nebenbei lootet, braucht man das meist auch seltener nur. Leder 21, sehr schön. Wir brauchen aber 150, glaube ich. Das heißt, da kommt noch ein bisschen was. So, ich würde sagen, die Sache lassen wir jetzt einfach mal liegen, weil wie gesagt, ich denke, wir schaffen nicht alles in dieser Folge. Sondern dann machen wir hier lieber noch so eine Runde vermisste Frauen. Da wissen wir ja auch, was wir machen müssen. Da müssen wir die entsprechende Kutsche ausfindig machen, entführen und ja, dann im Prinzip die Kurtisane retten. Und ich denke, das können wir jetzt eigentlich machen. Und ich glaube, so wie ich das gesehen habe, ist es nämlich mit dem Weg, den ich jetzt gedacht habe, wäre es nämlich ganz schön. Dann würden wir nämlich in der ganzen Folge nicht eine Mission doppelt machen. Und das fände ich dann schon wieder sehr interessant, weil, wie gesagt, solange nichts doppelt ist, macht es ja, denke ich, auch Spaß, ne? Weil es ja dann doch ein bisschen was anderes ist. Ich habe natürlich auch schon gehört, ich meine, ich lese ja auch Kommentare und so. Und ich habe gehört, dass manchen das ein bisschen zu viele Nebenquests sind. Und ja, ich gebe auch zu, man kann an meinem Let's Play, ich meine, es geht ja jetzt auch schon eine halbe Ewigkeit, wenn man die anderen Assassin's Creed Let's Plays anguckt, ist das halt deutlich länger. Man kann anmerken oder kritisieren, dass ich zu viele Nebenquests gemacht habe. Aber wie gesagt, ich bin halt, wenn ich eine Sache annehme, dann bringe ich die auch zu Ende und sage nicht zwischendrin, na gut, jetzt hören wir auf. Weil das ist halt dann einfach nicht meine Art. Ich hab's in den früheren Assassin's Creed Teilen meist so gemacht, dass ich viele Aufträge gar nicht erst groß angenommen habe. Das war so nicht geplant, aber okay. Dass ich viele Aufträge gar nicht erst angenommen habe, aber hier habe ich halt jetzt die Aufträge angenommen und deswegen bringe ich sie auch zu Ende. So, Nelly, da bin ich. Dies sind düstere, besonders für die... Ah, das ist was Neues. Dies sind düstere Zeiten für Prostituierte, besonders in Whitechapel. Viele mittellose Frauen haben keine andere Wahl, als der Prostitution nachzugehen, um zu überleben. Und diese Unseligen üben ihr Handwerk in den gefährlichsten und dunkelsten Straßen von London aus. Ihnen wird kein Respekt gezollt und niemand beschützt sie. Jemand muss ihnen helfen. Miss Evie, es ist schrecklich. Sie schlugen sie ohnmächtig und schleppten sie davon. Sie ist eine von uns, wissen Sie? Helfen Sie! Ich finde sie. Versprochen. In der Richtung. Ich denke fast, ich mache das wie beim letzten Mal. Das heißt, ich nehme alle die auseinander. Mit einem Wurfmesser einfach. Die mit einer Kutsche losfahren könnten. Also wenn dann nicht gerade wieder die Pferde durchgehen, wie in der letzten Folge bei dem Frachtdiebstahl, dann sollte das eigentlich machbar sein. Weil ich finde es ein bisschen unlogisch, dass man hier jetzt nicht gucken kann mit dem Adlerauge, in welcher Kutsche denn nun die schreiende Frau sitzt. Weil normalerweise geht das, nur aus irgendeinem Grund geht das halt hier nicht, weil es halt sonst zu einfach wäre. Aber nun gut. Ist das da drüben ein Gegner? Man kann ja auch irgendwie von dem Ton her nicht so genau rankommen. Ich würde fast sagen, da wo die alle davor stehen, ist sie wahrscheinlich drin, oder? Ich würde jetzt einfach mal tippen, da ist sie drin. Zack. Das haben die gesehen, ehrlich? Aber es war die richtige Kutsche, sehr schön. Und das ist doch nicht dein scheiß Ernst, jetzt fährt das Ding wieder weg. Scheiß Pferde, mach nicht so viel, Evie. Diese verfluchten Pferde, ey. Ich sollte das mit der Angst Takedowns neben verdammten Pferden echt lassen. Ich hatte nicht in Erinnerung, dass das so schlimm war. Naja, auf jeden Fall haben wir es hingekriegt, dass die eigentliche Kutsche weggefahren ist. Oh Mann, ich will die da vorne erstmal entführen, bevor ich mich um euch kümmere. Danke. Ah, ich muss doch bloß rankommen. Ihr blöden Pferde, gebt auf. Okay, ich sollte echt aufhören mit Angstsachen bei Pferden. Ganz ehrlich, das geht ja so überhaupt nicht. So. Und zack. Und happy. So, alles gut? Danke. Puh, die muss ganz schön durch. Also, die muss ganz schön fertig gewesen sein jetzt, wenn das Pferd so durchgeht. Eieieiei. Sie sind jetzt sicher. Ich wäre längst tot und vergessen, wenn Sie nicht wären, Miss. Ich kann Ihnen nichts außer meinen Dank geben. Kein Problem.
Das war irgendwie, okay, ich sag's ganz ehrlich, ich werde das lassen, so. Das ist mir echt, also wenn ich neben Pferden Angstsachen durchführe, dann kriegen auch die Pferde Angst, okay. Ich meine mich, ich, aber früher hat das doch geklappt teilweise, deswegen bin ich ein bisschen verwundert gerade, um ehrlich zu sein. Also, ich meine mich zu erinnern, dass es früher geklappt hat. Wir haben es doch auch einmal schon gemacht, wenn ich mich recht entsinne, ne? Da ist die Kutsche auch nicht plötzlich losgefahren. Aber na gut. Soll es jetzt erstmal sein. Die ist wahrscheinlich hier drin im Haus. Ich habe jetzt keine Lust. Das hier ist, glaube ich, wieder Edward Kenways Haus, ne? Jetzt sind wir natürlich hier drüben gelandet. Das ist nicht ganz so schön. Da wollte ich nicht unbedingt hin. Dann machen wir als nächstes das Bordell. Wir kommen ganz gut voran von der Zeit her, muss ich mal sagen. Ich will mal ganz kurz gucken. Ich mache jetzt das Bordell, dann den Kampfclub. Dann bleiben noch 4 Missionen. Aber diesmal dann wirklich noch 4 Missionen, die wir hier zu erledigen haben. Aber ich meine, ich sag jetzt zwar gerade, wir sind ganz gut von der Zeit dabei, um das in der Folge auch alles zu schaffen. Ich denke, ich werde die Folge im Notfall halt ein bisschen länger machen, mein Gott, ne? Aber wie wir wissen, das mit den Bordellen dauert immer ein bisschen länger. Also, ich meine, ich kann es natürlich auch kurz und schmerzlos machen. Das heißt, ich renn rein und hau einfach jeden Typen um, den ich sehe. Nach Möglichkeit mit irgendwelchen Angstgeräten. Ich nehme einfach mal die Angstbomben. Ich meine, wenn ich die nah genug an die Gegner ranwerfe, sind die sofort panisch und hauen ab. Das wäre an sich gar nicht mal so schlecht, ne? Denke ich. Wäre an sich gar nicht mal so eine blöde Idee. Kann man, denke ich, sogar mal machen. Müssten wir schauen, müssten wir schauen. Wir machen jetzt erstmal diesen Bordellangriff zu Ende. Also was heißt zu Ende? Wir müssen ihn erstmal überhaupt machen. Hier sind auch Prostituierte, die ich benutzen kann scheinbar. So, ich gehe erstmal aufs Dach, damit die mich nicht weiter stören. Muss bloß aufpassen, ich weiß, hier sind auf jeden Fall Scharfschützen auf den Dächern. Zumindest waren bisher immer Scharfschützen auf den Dächern, ja. Oder zumindest Leute. Ob das jetzt Scharfschützen sind, ist eine andere Frage. Kann der Typ unten mich mal in Ruhe lassen? Muss doch nicht sein. Danke. Ich weiß nicht, wenn der mich im Sperrgebiet sieht, ist halt genau das gleiche Problem. Deswegen würde ich den halt schon ganz gerne umbringen. Danke. Jetzt sitzt er dahinter irgendwo. Ich glaube, der kommt da auch nicht weg. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig agieren. Ja. Jetzt da müsste ich ihn kriegen. Ja, sehr schön. So, safe is safe. Den hätten wir. Wo ist denn der andere Körper? Scheinbar. Ist der andere runtergefallen? Ah ne, hier ist er doch. Ich will ihn einfach nur mal plündern für ein Wurfmesser im Notfall. Ah, leider nicht. So. Frage ist... Eingangsmäßig. Wo ist der denn? Wahrscheinlich da unten. Das sieht wie ein Eingang aus zu einem Bordell, ja. Du bist ein normaler Typ? Ja, glaube ich. Pass mal auf. Außer euch beiden ist hier keiner draußen. Das heißt, du, mein Freund, kriegst ein Wurfmesser in deine Melone. So viel dazu. Ich hätte vielleicht ein bisschen rumgehen sollen. Und du wirst einfach geattentatet. Und da habe ich auch wieder ein Wurfmesser. Sehr schön. Die Frage ist, wenn ihr schon mal hier seid... Ich vertraue dir mein Leben. Naja, nehme ich euch doch einfach mal mit. Und lasse euch die Typen ablenken. Ich meine, es schadet auf jeden Fall nicht. Die Frage ist natürlich, gehen die jetzt hier in der Vordertür raus oder in der Hintertür? Also es gibt ja immer 2 Eingänge hier, meine ich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier die Vordertür oder die Hintertür ist. Sehr schön. Huch. Achso, jetzt folgt er ihr. Okay, pass mal auf, meine Gute. Wir müssen dann mal ganz kurz hier rum. Also zumindest ich, damit er mich nicht sieht. Sehr schön. Danke dafür. Den da brauche ich eigentlich nicht ablenken. Wenn ihr Trottel hier auch weiterhin die Gratisnaschereien genießen wollt, dann wird... Tschüss. Sehr schön. Blöderweise kann ich die nicht gleich anheuern. Das wäre eigentlich richtig geil, wenn das ginge. Dass ich die gleich anheuer. Lenk mal den Dicken ab. Ich verstecke mich so lange hier irgendwo hinter einem Tresen.
Dann habe ich leider beide schon aufgebraucht, habe es aber eigentlich bis dahin recht gut geschafft. Ach, guck mal, ich kann auch theoretisch hier einfach hochklettern. Na gut. Aber jetzt kann ich nämlich wahrscheinlich an den wieder relativ einfach rankommen. Dann sind nur die Stockwerke da drüber dann ein kleines Problem. Aber gut. Will er da rüberklettern gerade? Okay. Jetzt hoffe ich mal, dass der sich gleich wieder oben dreht. Und jetzt nur ganz kurz ein bisschen verwirrt war, warum der Typ auf dieses Teil springt. Ich hoffe, ihr bleibt jetzt nicht hier stehen. Sag mal, Kamera, was ist denn los? Ja, geht scheiß drauf, du kannst ihn aus irgendeinem Grund nicht weiter weglocken. Dann machen wir es so. Ich weiß nicht, ob die einen bestimmten Bereich nur haben, wo sie ihn hinlocken können oder so. Aber okay, Angstbomben habe ich auch noch. Die kann ich im Notfall auch benutzen. So. Guckst du jetzt echt in meine Richtung? Ja, dann ist er doof. Das ist ja richtig doof. So. Und zack. So, ihr seid dann frei. Sehr schön. So, die Stockwerke werden jetzt wahrscheinlich am schwersten, weil ich keine Prostituierten mehr habe. Wie das klingt. Der guckt auch noch genau auf mich. Das ist echt nicht gut. Drei Leute haben wir hier. Kann ich da reinklettern vielleicht? Ja, ich glaube nicht. Das wäre es natürlich gewesen. Jetzt kommt der hier rum. Nee, kommt da nicht. Okay. Vollkommen umsonst Stress gehabt. Ich glaube fast. Nehmen wir mal die Angstbomben. Warum eigentlich nicht, ne? So. Sehr schön. Ich musste die zweite werfen. Ganz ruhig, Freundchen. Ich musste die zweite werfen. Wir sind jetzt sicher. Weil die erste hat zwar den ersten komplett in Angst versetzt, also panisch gemacht, aber die anderen wurden ja nur angekratzt quasi. Die waren nur verängstigt danach. Aber mit der Angstbombe ist das, glaube ich, gar nicht so schwer, wenn man das hier ein bisschen besser nutzt. Kann ich hier hochklettern? Irgendwie nicht. Das ist ja nie so schön. So, das Problem ist, der da kann nicht in Angst versetzt werden. Was das Ganze natürlich ein bisschen problematischer macht. Das heißt, ich müsste den erst erledigen. Jetzt guckt er, glaube ich, gerade in meine Richtung, ne? Da habe ich wieder den Kopf nicht getroffen. So, die Frage ist, haben die das jetzt mitgekriegt? I don't think so. Ich glaube, hier ist eine Rauchbombe tatsächlich deutlich effektiver. Wer weiß, vielleicht ist sie nicht hier. Tot im Fluss, sei Dank. Und zack. Und zack. Sehr schön. Na also, das hätte doch geklappt. Das lief diesmal gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. So soll das immer laufen. Und passt mal auf, weißt du, was ich bei euch jetzt mache? Ich versetze die gleich alle in Angst. Ich komme erstmal auf euch zugelaufen. Dann mache ich den. Das versetzt die gleich mal ordentlich in Angst. Und dann mache ich den. So, alle, die jetzt noch keine Angst haben, haben sie jetzt wahrscheinlich, oder? Ich will auf den da. Na gut, dann mache ich es halt auf den. So, zack. Irgendjemand versucht mich hier wieder mit einer Bombe einzuschüchtern. Der hier vermute ich mal gerade. So, und dann mache ich jetzt dich noch schnell fertig. Und, ich will eigentlich ihn hier erledigen mit der Pistole. Danke. Ich wollte eigentlich so eine coole Combo machen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Na gut, erledigt ist er. Wir werden nie vergessen, was Sie getan haben, Miss Evie. Wir können nachts nun etwas ruhiger schlafen, wenn diese Schweine nicht mehr über unser Leben bestimmen. Das ist doch schön, ne?
Und wir haben, glaube ich, alle Prostituierten gerettet. Ja, sehr schön. Das ist am besten. Und wir haben... Oh, küss die Hand. Ein neuer Handschuh, leider in Rot. Hm. Ihr wisst ja, der passt farblich wahrscheinlich nicht ganz so dazu. Der ist auch schlechter. Ne, dann behalte ich den blauen. Lustig, dass der, den man ganz am Anfang kaufen kann, einfach besser ist als fast alle anderen Handschuhe. Hä? Naja, gut, okay. Den hier müssen wir herstellen. Na, da fehlt wahrscheinlich noch die Handschuhvorlage. Der hier wäre an sich auch ganz geil, muss ich sagen. Na gut, okay. So viel dazu. Das hat diesmal auch relativ zügig geklappt, denke ich. Nicht ganz so schlimm. Dann machen wir uns als nächstes an diesen Kampfclub. Dann erledigen wir noch schnell was für Eberline. Der Kampfclub geht an sich ja auch recht schnell, wenn man die Angstgeräte benutzt, weil man dann eigentlich nur gegen 2-3 Gegner immer kämpfen muss und den Rest haut man mit Angstgeräten um. Ich fange mit den Angstbomben an, von denen habe ich ein paar mehr. Und die restlichen haue ich dann wahrscheinlich mit den Angstspießen um. Machen wir jetzt noch so schnell so einen Kampfclub. Das geht ja dann auch relativ zügig. Ja, ja, lass mich in Ruhe. Sobald ich drüben bin, bist du so gut wie tot. Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist dann auch schon der letzte Kampfclub zumindest. Oh, guck mal, ein Zug. Es gibt ja, wie gesagt, da drüben... Ach komm, die Truhe nehme ich mit. Die ist jetzt so sehr auf dem Weg. Mehr auf dem Weg geht gar nicht. Ich könnte bei einem Händler theoretisch auch meine ganzen Sachen wieder auffüllen. Ich glaube, man kann sogar Angstbomben und Angstspieße auffüllen, was ich sehr interessant finde, wo auch immer die Händler diese Sachen herhaben. Aber nun gut, so, Eberline. Ach, da oben ist er. Hallo, Eberline, da bin ich. Oh, wie er hier hockt. So. Meine Constables und ich danken Ihnen für Ihre Unterstützung. Dann kommt mal her, Freunde. Zack. Aha, und der ist direkt erwischt worden. So. Und dann einmal den. Und dann sind auch die letzten verängstigt. Wir haben den Spieß sogar direkt zurückgekriegt. Sehr schön. So, Frage ist, wo ist der Dicke? Guckt mal hier, eine Bombe. Da ist ein Dicker, sehr schön. Und tschüss. Einfach allen Angst einjagen. Dann ist das alles super schnell vorbei. Man kriegt zwar keine großen Kombos dann mehr. So, ich fange wieder. Das ist eigentlich eine gute Kombo, denke ich. So. Und dann diesen. Dann dürfte nur noch so ein Dicker übrig sein, oder? Waren das nicht zwei? Nö, scheinbar nur ein Dicker. Sehr schön. Das ist eine echt gute Kombination gerade, muss ich sagen. Sehr schön. So, ist hier irgendwo ein Dicker? Nö, ist nicht mal. Na gut, dann würde ich sagen, zack. Tschüss alle miteinander, Alter. Wie man hier einfach die übelste Angst verbreitet. Oh, jetzt kommen viele Dicke. Gut, da muss ich normal kämpfen. Weil bei Dicken bringt es ja, wie gesagt, nichts. Da kämpfen wir einfach mal normal, würde ich sagen. Und. Zack. Und vielleicht ein Triple Kill. Ich glaube, es ist nur ein Double Kill, ne? Ja, okay. Wo ist denn der letzte? Da. Und tschüss. So, sonst noch was? Es muss ja noch der Mega-Anführer kommen. Wo bleibt er denn? Ah, da. Wollt ihr bis zum Tod kämpfen? Dann kommt her, hier macht man das große Geld. Wer ist dabei? Ich erledige dich. Hier kommt Olga. Und, sind alles nur Dicke. Okay, dann kämpfe ich normal. Sind alles nur Dicke. Da brauche ich die Angstgeräte gar nicht erst nutzen. Und, tschüss. So, erledigt. Entschuldigung, kurzer Huster. Danke, dass Sie einen weiteren Kriminellen von der Straße geholt haben, Miss Fry. Bitte, bitte, kein Problem. Haben wir das auch erledigt? Hier ist gleich noch eine Truhe in der Nähe. Was? Ich konnte doch gar nicht mehr vielen Gegnern mehr Angst einjagen. Naja, ist auch egal, wir haben eh genug Geld. Von daher, scheiß drauf. Viel mehr Gegnern konnte ich wahrscheinlich gar keine Angst einjagen. Ja, wer weiß. Wenn man das hätte, hätte man vielleicht noch ein bisschen effektiver mit den Bomben machen können, kann ich mir nur vorstellen. Nun gut, so.
Das da ist eine Kutschenflucht, langsame Kutschenflucht. Ich würde sagen, zum Abschluss der Folge machen wir noch diese Sache. Ne, es ist nämlich nochmal eine neue. Nämlich Jacks Offiziere. Und ich denke, wie man sich vom Titel der ganzen Sache schon vorstellen kann, bedeutet Jacks Offiziere einfach nur, töte Jacks Offiziere. So blöd das klingt. Ja, so ist es aber. Also es geht einfach nur darum, Jacks Offiziere zu erledigen. Wir finden in einem Gebiet da vorne, das sollte ein Bahnhof sein, dann gleich ein paar Offiziere, also ein paar Ziele, und die müssen wir töten. Fertig. Beziehungsweise nicht mal töten, sondern halt einfach nur ein normales Attentat machen, was sie ja inzwischen nicht mehr tötet. Aber gut, okay. Soll mir mal egal sein. So, da müssen wir irgendwie am besten... Ich will natürlich nicht durch irgendeinen Haupteingang da jetzt rein. Das ist meist eher ungünstig. Ich wollte schon... Kriege ich da keinen Punkt? An den Schornstein? Warum nicht? Na gut, dann halt daran. So, die Frage ist... Ja, ich will halt nicht... Das ist halt alles Sperrgebiet, ne? Deswegen würde ich halt schon ganz gerne... Kann ich da hoch irgendwie? Danke. Würde ich halt schon ganz gerne von oben mir die ganze Sache angucken. Ja, schwieriges Gebiet. Ich kann doch gar nicht mehr viele Ausrüstungs-Upgrades kriegen. Ich glaube, das Problem ist, weil die alle auf Level für Level 11 gedacht... Also, mit Level 11, bezeichnet sind. So. Da ist einer. Muss ich bloß irgendwie gucken, wie ich nach unten komme, ohne dass ich ganz nach unten komme. Sondern halt auf die mittlere Ebene würde ich ganz gerne. Da auf den da. Ah, da war es gerade. Danke. So. Da haben wir Ziel Nummer 1. Wie sieht es mit Wachen hier aus? Oh, guck mal. Doppelattentat auf die Truhe. Naja gut, wie gesagt, ich brauche ja jetzt keine Truhe mehr. Wenn es eine goldene wäre, hätte ich sie jetzt tatsächlich wahrscheinlich sogar mitgenommen. So, die stehen da drunter. Da kann ich nicht mal ein Luftattentat machen, hä? Nee, sieht nicht so aus. Dann würde ich fast sagen, Rauchbombe. Warte kurz, ich gehe ein Stück zurück. Geil. Genau da wollte ich sie hinwerfen. Ich will sie da hinwerfen. Hä, warum klappt das nicht? Oh. Dammit. Da drüben ist auch noch einer, den ich töten soll. Der ist irgendwie weiter unten, kann das sein? Ja. Okay, probieren wir es von... Warte mal, vielleicht mache ich es ganz anders. Vielleicht komme ich einfach von hier oben. Da müsste ich Adima eliminieren kurz. Warte, da war gerade ein Doppelattentat. Irgendwo. Irgendwo hatte ich die gerade per Doppelattentat gekriegt. Ah, komm schon. Sonst machen wir das anders. Warte mal. So. Und tschüss, ihr beiden. So, erledigt. Nein, ich wollte eigentlich die Truhe öffnen, wenn ich schon mal hier bin. Oh, zwei Angstbomben, sehr schön. Und eine Rauchbombe wieder, die ich verbraucht habe gerade. So, jetzt aber nochmal ran an die Sache. 780 Pfund, so viel Geld brauche ich halt einfach nicht mal mehr im Ansatz. So, dann hier das Rauchbömpchen. Und tschüss. So, sehr gut. Nummer 1 wäre erledigt. So, dann da drüben. Der ist irgendwie weiter unten. Da muss ich wahrscheinlich aus dem Bahnhof raus oder so. Wir gucken erstmal, da hinten ist noch einer, den ich erledigen muss. Wir gucken erstmal, wo ist der letzte? Da vorne irgendwo. Ich brauche eigentlich nicht die ganze Zeit das Adlerauge anzuhaben. Nicht den töten, ohne dass jemand mitkriegt. Blöd gefragt. Ich meine, ich kann... Müsste ja von da das Attentat machen können. Frage ist, ob mich halt einer dahinter sieht. Das wäre an sich cool. Jetzt auf jeden Fall sollte es gehen, oder? Und zack. Nummer 2 erledigt. So, wie gesagt, der da, keine Ahnung, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie aus dem Bahnhof raus. Dann gucke ich mir erstmal den da hinten an. Und zack.
Ich finde es halt ein bisschen sinnlos, dass Evie die Leute nicht mehr tötet, weil an der Stelle sollen sie eigentlich tot sein. Es ist irgendwie nicht mehr ganz so logisch, wie ich finde, aber okay, ist das der Dicke da direkt? Ah, sehr schön. Der sah schon so wichtig aus. Ich brauche nicht mal mehr das Adlerauge, um meine Ziele zu erkennen, Freunde. Das Schöne... Ah, okay, ich dachte schon, das Schöne ist, die Wachen sind da zwar alle da, aber... Huch. Jetzt kommen die Leute hier hochgelaufen. Das interessiert die zum Glück auch überhaupt nicht. Ich wollte gerade sagen, die Wachen sind zwar alle da, aber ich könnte den hier sehr leicht eliminieren, was aber nicht ganz so einfach ist. Aber an sich... Jetzt müsste ich da ein Doppelattentat machen können, oder? Wenn ich es hinkriege. Ah, jetzt nicht mehr. Ich wollte es machen, während der da nicht da ist. Ach komm, no risk, no fun. Sehr schön. Nummer 3. Und der letzte, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie da runter, ne? Da wahrscheinlich. Und zack. Warte mal, das hier ist kein Gegner. Ich dachte gerade, das ist so ein Dicker. Aber ist gar keiner. Hep. Dann mach ich vielleicht mal den ganz kurz. So, wo ist denn der letzte jetzt? Da. Ja, direkt hinterm Ausgang quasi. Ah, sind noch ein paar Gegner drumrum, Mist. Der guckt natürlich hier rauf. Gibt's auf der anderen Seite... Ah, es ist gerade wieder so hell von der anderen Seite. Gibt's von der anderen Seite auch einen Ausgang eigentlich? Es wäre deutlich cleverer, dann von der anderen Seite zu kommen. Dann gehe ich nämlich nochmal ganz kurz wieder hoch. Und guck mal, ob's... Müsste ja eigentlich quasi, wenn ich einmal das Sperrgebiet durchstreife. Ich da irgendwie wieder hoch schnell, ohne dass mich jemand sieht. Sehr schön. So, dass ich jetzt eigentlich müsste ja hier dann wahrscheinlich da hinten. Oder nicht. Wo ich dann auf der anderen Seite rauskomme. Nee, gibt hier scheinbar keine Treppe auf der anderen Seite. Also es gibt da drüben noch eine, aber die würde mich ja zum gleichen Punkt führen. Ich kann natürlich die andere Möglichkeit, die ich machen kann, ist natürlich einfach von außen zu kommen. Aber nee, hier ist tatsächlich keine Treppe runter. Das ist ja doof. Das ist ja richtig doof. Aber wenn ich von hier außen komme, klappt das vielleicht? So, du da bist ein Gegner, ne? Dich muss ich dann wahrscheinlich mal ganz kurz eliminieren. Du stirbst sonst. Weil ich muss hier mal raus. Mist, ich kann hier den Greifhaken noch nicht sinnvoll anwenden. So. Idee ist jetzt quasi hier raus und den Eingang von unten zu finden. Sollte ja machbar sein. Muss ja hier irgendwo diesen Eingang zu dem Bahnhof geben, ne? Da. Sehr schön. Und dann komme ich nämlich von der Seite. Sind aber viele Gegner. Könnte ich mich... ich glaube, in einem Bus kann man sich blöderweise nicht verstecken, ne? Werde ich erstmal ganz kurz dich erledigen müssen. Sehr hübsch. Und jetzt im Schutz der Kutschen mich langsam nach vorne bewegen. Sehr schön. Dann nehme ich sicherheitshalber den Dicken oben gleich noch mit. Und mache dann ein Luftattentat vom Bus aus. Das ist doch mal geil. So. Und tschüss. Na also. Und dann hau ich gleich mit dem Bus ab. So, sehr schön. So childish. Ehrlich, ich habe gerade jemanden umgebracht. Ich würde das ja nicht kindisch nennen, aber okay. Von mir aus, wie du meinst. Sehr schön, erledigt. Ach, den Leibwächtern habe ich jetzt keine Angst eingejagt. Das denke ich auch nicht so wichtig. So, gute Öffentlichkeitsarbeit. Sind jetzt die Polizisten wieder netter zu mir, oder... Sind die Leute netter zu mir? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Okay, gut. Damit haben wir es bis in den Süden geschafft. Und dann würde ich sagen, fahren wir doch gleich dahinter. Da müssen wir einmal wenden mit diesem fetten Bus hier. Und ja, würde sagen, machen uns auf in Richtung dieser Gefängnisschiffe, von denen wir schon gehört haben. Und gucken mal, ob wir Jack nicht da vielleicht finden. Aber insgesamt muss ich doch sagen, lief diese Folge doch gar nicht so schlecht. Relativ viel geglückt tatsächlich mal. Also im Gegensatz zu den
teilweise anderen Folgen, wo nicht ganz so viel geklickt ist. Dieser Bus hat ein Radio, ein Wenderadius hier, beziehungsweise ein Kurvenradius. Alter. Jetzt bin ich hier in den in die engste Gasse gefahren, ganz ehrlich. Ich wollte eigentlich nur noch bis dahinter kommen, Freunde. Ach, mach doch mal ganz kurz Platz. Ich schieb den halt einfach weg, ist klar. Genau. So, da vorne. Da müssen wir quasi ein Boot nehmen, um ja zu diesen Gefängnisschiffen zu kommen. Und ich würde sagen, das machen wir dann auch noch. Und beim nächsten Mal werden wir dann bei den Gefängnisschiffen ankommen und uns mal anschauen, was wir dort so erleben. Aber ich würde sagen, das alles erst in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Bis dahin. Ciao.